go, kiddies. I got porn to watch. Okay, dann mach das doch. Und wir sind wieder da in South Park. The Fractured Butthole. Wir sehen ganz schön hip und fresh aus. Yo, yo, yo. Und haben so einiges erlebt beim letzten Mal. Gegen Butters gekämpft und weiß ich nicht was. Kräftemäßig. Ja. Kräftemäßig stehe ich eigentlich ganz gut da. Ich nehme mal lieber hier... Ne, das ist beides im Kreuz. Das ist ja scheiße. Ich muss mir mal meine Kräfte irgendwann richtig gut zusammensuchen. Obwohl, das ist doch nicht so schlecht, oder? Könnte ich irgendwas vom Cyborg nehmen? Das geht halt nur seitlich. Den Gegner einen Schock verpassen wäre vielleicht nicht verkehrt. Ich glaube, das mache ich auch. Zack! So. Dann brauche ich aber auch eine DNA, die nur meine Muskeln stärkt. Das muss ich doch haben, oder? Der rothaarigen Sinn. Nein. Oh, ich brauche eine coole DNA. Die stärkt 20%. Es geht mir jetzt nur um die Muskeln. 25%. Minus 20%. Und 20%. Also nehme ich das, denn das macht meine Muskeln auf plus 25% und ist somit für mich als Muskeltyp das Beste. Wir gucken unsere Party an. Supercrack, Mosquito. Oh. Er kann zurzeit nicht benutzt werden. Alpha-Ilter Blitz hat den einfachen Jungs Stan Marsh in Toolshed verwandelt, den Herren der Elektrowerkzeuge. Größte Schwäche, kann nicht mit Hämmern umgehen. Okay. Der Kühn. Im Brutalist. Gadgetmeister. Whitehead-Hackerin mit einem Herz aus Gold. Ja, die nehme ich. Die nehme ich statt Supercrack. Supercrack ist für den Anfang eigentlich ganz gut. Super stark und so. Aber seine Reichweite ist mittlerweile nicht mehr. Mosquito wäre auch nicht schlecht. Aber ich glaube. Ja, die hat so einen Hack. Die kann überall auf dem Feld das machen. Ja, sollte eigentlich gut sein. Vor allem Supercrack hat zwar diesen RAM-Angriff, aber den kann er nur machen, wenn keiner unserer Leute im Weg ist. Ich wusste gar nicht, dass wir Wendy im Team haben. Ich nehme sie einfach mal mit in den nächsten Kampf. Und wir haben ja auch... Moment. Haben wir die neue Fähigkeit schon? Das werden wir gleich rausfinden. Weil Stan ist ja als Partner für den Kampf nicht verfügbar. Aber wir haben ja im letzten Part gelernt, dass wir mit Stan jetzt, oder mit Toolshed besser gesagt, seinem Helden-Alter-Ego, dass wir da Lava wegmachen können und wir können auch diese Rohre leer pusten. Und da haben wir so einige gesehen. Das heißt, wenn ich jetzt... Wenn ich jetzt Toolshed analysiere... Bip... Übereinstimmung, Sandblaster und dann kommt er wirklich vorbei und hilft mir. Okay, also er kommt vorbei, weil er uns immerhin Gefallen schuldet. Das heißt, wir können jetzt die Lava... Arschgeiler Arsch. Gut, also indirekt arbeiten wir mit Toolshed zusammen. So, dass er ab und zu... Ja... uns helfen kann. Das heißt, wir können jetzt die Lava in der Stadt machen. Was haben wir denn eigentlich für Aufträge? Gucken wir mal auf unseren Charakterbogen. Da stehen ja noch so Artefakte sammeln. Ja, das muss ich auch noch irgendwie machen. Das bringt 100 Erfahrungspunkte. Dazu muss ich eigentlich Artefakte basteln, die ich bis jetzt noch nicht hatte. Und Artefakte kaufen. 40 Kostüme sammeln. Yaoi-Kunstwerke muss ich auch immer noch machen. 30 Rätsel lösen. Rätsel lösen. Was für Rätsel. Mehr Instagram-Follower. Noch eine Schnellreisestation, wo auch immer die ist. Noch 7 Member Berries. Noch ein paar Sachen haben wir noch zu tun. Gut. Map. Gucken wir uns mal unsere Aufgaben an. Das Chaos Gambit geht zum Kuhn-Versteck.
Das ist die Hauptmission. Und dann haben wir das jetzt gemacht. Du kannst mich anrufen. Gehe in die für dich passende Toilette auf dem Spielplatz. Ach so! Stimmt, Wendy will uns ja treffen. Ich glaube, da gehe ich jetzt erstmal hin. Die Yaois in South Park finden ist auch. Und Bit Gay als Kätzchen. Ich kann. Ja, ich kann das zwar als aktive Mission festlegen, aber mir wird ja nicht angezeigt, wo die Katze ist. Er sagte nur irgendwo im Wald. Aber eine Katze im Wald habe ich doch schon. Wo ist denn dann Junkbox. die andere? Das ist die Frage. Das ist so scheiße, ey. Ich bin durch den Wald gelatscht. Ich habe keine Ahnung, wo die Katzen sind. Oder zumindest eine Katze ist. Ich meine, wie viele müssen wir finden? Scheiße, das steht gar nicht auf der. Na. Zack. Finde und bringe alle von. Alter, mir wird gar nicht angezeigt, wie viele. Aber es, im Charakterbogen steht doch die Quest, oder nicht? Ne, steht nichts. Okay. Keine Ahnung. Kommt wohl hoffentlich alles noch. Gut. Na. Ich wollte jetzt kein Selfie machen. So. Dieses Spiel ist einfach nur so gut, ne? Ich werde es diese Woche ganz zocken. Also, wenn morgen der Stream kommt, wird auch South Park gezockt. Freitag auch. Oh. Hier konnte ich was öffnen. Gegengift, Verbrauchsgegenstand. So, gehen wir mal in die Police Station. Gucken, ob hier irgendwas war. Sorry, kid. Politics. Sorry, kid. Politics. Was, ich kann hier nicht rein? First one didn't turn out. Okay, Moment, ich kann. Ey, ich will meine Sidequest abgeben. Und zu dies, das ist der schnellstmögliche Moment, wo ich diese Sidequest abschließen kann, weil das letzte Foto ja nur gemacht worden konnte, weil die Lava. Was ist das denn für eine Scheiße? Kackbullen. Toll, jetzt muss ich. Ich muss echt wieder jedes Gebäude absuchen und gucken, wo Orte waren, wo ich jetzt mit meiner neuen Fähigkeit weiterkomme, ne? Ne, hier war nichts mehr. Du. Hattest du mir noch was zu sagen? Nein, andere Ethnie ist gut. Ethnie ist gut. Würde ich mal sagen. Oder was haben wir angegeben? Ups. Charakterbogen. Weißer Amerikaner. Er hält das ganze Standardgedöns, ne? Fotogalerie. Verwendeter Selfie-Speicherplatz. Oh. Yaois. Mann, Mann, Mann. Die ganzen Yaois. Hintergrund. Ich kann sogar Yaoi als Hintergrund machen. Anpassen. Und was kann ich ja hier machen? Gesprungen, verschmutzt, verkratzt. Gesprungen ist geil, oder? Oh. Jetzt haben wir ein Yaoi, Tweak und Craig Handy. War hier im Shitty Fuck was? Welcome to Shitty Did Fuck. you agree to this? Hier im Shitty Fuck. Ne, hier ist nix. Oh, warte mal, dahinter ist so ein Lagerraum, oder? Sehe ich das richtig? Aber komme ich nicht hin? Ne, komme ich nicht hin. Okay. Du. Hallo? Was geht denn hier ab? Die kämpfen? Noch greifen die mich nicht an, aber irgendwie habe ich das Gefühl, wir müssen gegen die kämpfen. Take a look around. Was hast du hier? Kriegswelpe? Alter. 40 Dollar? Skazelbat-Tatze? $50? Hey, was ist hier los? Noch wenig Speicherplatz verfügbar. Was macht denn mein.
Mein PC hier. Hör auf. Ja. Die Artefakte wären natürlich geil. Also müssen wir eigentlich Sachen, die wir nicht mehr brauchen, verkaufen, ne? Zumindest Artefakte. Und ich glaube, ich brauche die alle hier nicht mehr. Ja, verkaufen einfach mal. Die infernalen Zeichen verkaufen wir auch alle. Verkaufen! Okay. Okay, Komponenten verkaufe ich mal nicht. So, ich kann mir jetzt eine von den beiden Sachen kaufen. Entweder den Kriegswelpen oder die Skazelbart-Tatze. Ich nehme, glaube ich, die Tatze. Weil die mehr Macht hat. Nee, Kriegswelpe hat mehr Macht. Kostet aber weniger. Warum? Ja, kaufe ich. Kaufe ich. Artefakt gekauft. So, was nehmen wir raus? Gesundheitswiederherstellung. Bonus Verbündetengesundheit. Warte mal. Oder dich, dann geht nur der kritische Schaden ein bisschen runter. Kritischer Schaden plus 12 und wir sehen ein bisschen. Ja, komm hier. Zack! Sieht doch gut aus. Kann ich was craften? Artefakttechnisch? Das versteckte Messer? Ja, ich habe leider das Originalmesser verkauft! Warum auch immer! Kann ich das nicht wiederkriegen? Das ist das Behinderte. Man kann verkaufte Sachen nicht mehr zurückkaufen. Das ging in, im ersten Teil. Bin ich mir ziemlich sicher, dass das ging. Schade. Habe ich infernale Zeichen drin? Ja, hier 80, 80, 80. Mann, das ist ärgerlich. Dass ich es verkackt habe, irgendwie. This new Freedom Pals crew sounds like quite an accomplished group of superheroes. Achso, hier hinten war nur. Was? Freedom Pals? Scheinen ja Aufsehen zu erregen, die Freedom Pals. So, und hier geht's, glaube ich, wieder nur in den Wald, ne? Oh, warte mal, hier ist ja der Nordausgang vom Wald. Vielleicht finde ich ja hier die Katze. Ach nee, habe ich ja auch schon mal geguckt. Oder? Ja. Fucking shit. Nee, das mache ich jetzt auch nicht noch. Das mache ich jetzt auch nicht. Habe ich jetzt keine Lust zu. Ich sag, irgendwann kommt ja auch der Punkt, wo man sagen kann, okay, es beginnt das Finale des Spiels. Und dann kann man sich die ganzen Sachen ja nochmal angucken. Wo man überall noch nicht war. Weil so macht das ja keinen Sinn. Ich muss erstmal ein bisschen jetzt gucken. Ich weiß leider nicht aus dem Kopf auswendig, wo jetzt so Sachen waren, die ich mit Stan machen kann. Das heißt, ich muss wieder in ganz South Park rumlaufen und die Stadt absuchen. Gentleman's Club zum Beispiel. War hier irgendwas für... Nee. Lass ich erstmal. Ich glaube, hier war nichts drin. Ja, so läuft das hier. Wir walken away. Irgendwo irgendwas. Ich glaube nicht, ne? Nee, hier war nichts mehr. Nee, hier war nichts mehr. Hier war nichts mehr. Bup, bup, bup. So, wir kommen noch an die Sachen, die neu sind, wo wir nicht, vorher nicht weiterkamen. Im Raisins zum Beispiel. Ne, im Raisins
Oder hatten wir irgendeine Klasse? Hatten wir irgendeine Klasse? Wir sind Brutalist, Assassine, Cyborg. Da haben wir, glaube ich, schon die Selfies gemacht. Oh mein Gott, ich fühle mich so empowered, going after those meanies. Wait, now you're scared of us? Ah, ich kann hier reingehen. Tauli. Unprofessional behavior earlier. I'm going through some shit. Okay, Tauli. Just don't let any cops see this. Tauli, Bekifti. Foto mit Tauli. Thanks, kid. You can Wenn du meine Alte auf Künstlerin nimmst, kann man immer meine Skepaten. Okay, let's make this beautiful picture. Oh. Bekiffter Torte. Will der auch ein Picture machen? Du, Picture? Dude? Well, you got yourself a deal. Alrighty. Ich dachte, ich guck mal so wie ein Kiffer. Cool. Don't go around trying to burn down the store again now. Cool. Okay, 3 Selfies. Mal eben abgegriffen, kein Thema. Meister Influencer. Das bin ich. Schubidu. So, hier war mal eine Katze, die haben wir aber eingefangen. Ich im Seniorenheim. Irgendwas muss man doch hier machen. Vor allem, weil ich als Nemesis alte Leute eingegeben habe. Also irgendwie. Aber warte mal, alle, mit denen ich schon ein Selfie gemacht habe. Weil ich glaube, mit dem habe ich hier ein Selfie gemacht. Ja. Über den ist kein Selfie-Knopf mehr. Das heißt, ich sollte, wenn ich irgendwann meine Selfie-Sammlung vervollständigen will, kann ich durch die Stadt laufen und mit dem Untersuchungsmodus alle möglichen Leute abchecken. So. Mal hier langsam ein bisschen. Ich habe das mir immer noch nicht angewöhnt, auf die Geldautomaten zu. Steht ein Bulle? Hey, hier ist die Schnellreisestation. War die schon vorher da? Tokens Haus. So, wir haben, glaube ich, alle Schnellreisestationen abgeschlossen. Oder? Boop. So, hier wird jetzt ein bisschen geblasen. Bats, weg damit. Meine Frage ist, oh, er hat sich an der Lampe wahrscheinlich festgehalten, ne? Komm, wir haben heute noch nicht einmal gekämpft. Hüpp. Komm, wir kämpfen einfach mal. Vor allem, weil wir Wendys Fähigkeiten ausprobieren müssen. So. Y oder X? X macht 133 Schaden, Y 106 und bluten. Außerdem bleibe ich dann hier stehen. Das ist, glaube ich, besser. Haja! Und Jimmy! Oh nein, dieser Kampfort ist so schlimm. Okay, was konnte sie nochmal? Sie konnte einen Gegner verprügeln, wenn sie direkt daneben steht. Beim Gegner Schaden verursachen. Und zwar auf dem ganzen Feld. Wie geil das ist, ne? Oder fast auf dem ganzen Feld. Und was war das? So, Els Block und entzündeten Feind. Okay, wir machen natürlich das. Was ist mit dem da oben? Da komme ich nicht ran. Aber ich kann ja. Ne, ich bleib da hinten in der Ecke erstmal stehen. Alter, diese Mexikano-Mucke, ey. Und hacke sie. Bau! Nein, wir machen mal Pause. Und greifen unbeschwert an. Jupp. Tot. Oh, einer schon mal weg.
Die sind auch, glaube ich, weit und... Oh, shit. Jimmy stand da im... Oh, fuck. Hm. Machen wir mal so, ne? Ja, so ist gut. Hiya! Hey, are those real special effects or CGI? Hm. Das würde auch nichts bringen. Und der ist dadurch noch nicht tot? Kacke. Oh, der Typ da hinten soll mal seine Klappe halten. So, jetzt ist er da unten dran. Run home to mommy. Ah, cool. Tötet die Microaggression ihn? Nein, ne? Nee, glaube nicht. Na gut. Gut, Wendy. Ah, Fawn Destroyer! Fawn Destroyer! So heißt übrigens das Handyspiel, glaube ich, ne? Von South Park. Jimmy ist fast tot. Boop. Laser! Und... Shocking! Zap! Und tot. You mad, Bros? Wir haben gewonnen! Stufenaufstieg. Kleiner Platz freigeschaltet. Und als nächste Freischaltung kriegen wir wieder einen legendären Platz. Wie geil. So, Artefakte. Was habe ich denn für den kleinen Platz da oben? Aktuell nichts. Oh, ich würde gerne das Messer hier. Fuck. Ich hab's verkauft. Das ist doch scheiße. Ich muss mir eins craften. Moment. So, wir haben ja zum Glück hier noch das infernale Zeichen. Ah, wir haben nicht genug. Ah, okay. Dann. Wir haben nicht genug Schrott. Das ist das erste Mal, dass ich nicht genug Materialien für irgendwas habe. Das ist für großen. Ja, dann nehme ich hier erstmal die Uhr. Oder das Skarabäus. Ultimativkrafterholung, Statuseffektschaden. Statuseffektschaden. Okay. Klick. So, rein in den Artefaktplatz mit dem Skarabäus. Zack. Und schon haben wir ein bisschen mehr Macht. Ja, Macht ist gut. Macht braucht man. So. Hier war, glaube ich, auf jeden Fall was für den Püsterich. Habe ich mit der jetzt ein Selfie gemacht oder nicht? Sorry, I'm just so worried about Tweak. Ah, die Tweak-Sache immer noch, ey. Ah, hier, Moment. Zip. Klick, Übereinstimmung. So, dann rufen wir mal wieder Toolshit. Ja. Okidoki. Was haben wir gekriegt? Hoffentlich was Gutes. Kreuzfahreranzug, Kreuzfahrerhaube. Hm. Ja, sieht nicht so gut aus. Vielleicht die Kreuzfahrerhaube besser? Oh, Moment, wir könnten Batman sein. Hm. Das ist eine Art Batman. Das müssen wir uns auf jeden Fall aufheben. Oder machen wir es jetzt? Ach komm, wir machen es jetzt. Scheiß drauf. Kopf, zack, Farbe ändern. Schwarz, andere Farbe, schwarz. Gibt keine andere Farbe für Batman, hallo? Wir sind Batman. Zack. Zack. So.
Batman! Sauber. Läuft doch. Wir sind Batman! Ich habe schon einige Let's Plays und Streams und so ein bisschen reingeschnuppert, die South Park spielen, ne? Und ganz ehrlich, die meisten bauen sich so abstruse, abgefahrene Charaktere zusammen. Aber ich bleib da lieber bei klassischen Sachen. Oh, wir können in ein neues Gebiet. Der Wald ist gemeint. Wir gehen jetzt nach rechts und dann kommen wir auf die Farm, okay? Das ist aber nicht der Wald. Okay, warte mal, die Farm. Was ist das? Okay, wir drücken Bärensaft raus und nehmen einmal Erinnerbärensaft. Ach, das sind die Erinnerbären. Hello, it's me again, your fart mentor. Mein Furzmentor, Morgan Freeman, aka Gott. They say some farts can even turn the tide of a battle. Interested? Find me at my taqueria. Der Taco-Laden, okay. So, das sind alles Erinnerbeeren. Yes, we have member berries. Ich hab, ehrlich gesagt, ich habe letztens die Folge von Tweak und Crack gesehen, aber ich habe die Folge, nicht gesehen, über die, also die Staffel, wo die member berries drin spielen. Good porch sitting weather today. You wouldn't be trying to go down that road, would ya? Vielleicht. That road leads to a dark and mysterious land where people go missing and no one ever hears from them again. If I were you, Kanada? I wouldn't go down that road. Aber ich will. Yeah, lots of bad stuff happened down that road. Used to be a land of magic and wonder. Till one day all the children went crazy and started raping the parents. Raped them good, too. So good that the parents all got pregnant with demon babies from the nether realm. See, that's why I just can't let you go down that road. Wouldn't be right. Was mache ich denn hier mit diesem Topf? Warum kann ich denn? Ich kann hier anscheinend gerade nichts machen. Ich dachte, oh ja, geil, neues Gebiet. Ja, am Arsch. Da war ja nix. Nix, was ich irgendwie... hallo? Geh rüber. Nix, was ich irgendwie benutzen kann. Blip. Drogenfläschchen. Hey, wir können Jared nochmal rufen. South Park Train Station. Hier sind wir ja in der Mission lang, aber... Die Sachen haben wir anscheinend verpasst. So, hier war hier irgendwas Interessantes im Sodo Sopa. Wo Penner. Ja, hier ist was. Bisschen Geld. Mehr Geld. Oh. Mehr Geld. Wir klauen den Pennern ihr Geld. Ist das nicht geil? Wurde mir irgendwas angezeigt. Da. Da war irgendwas mit A. Keine Ahnung, warum ist hier was mit A, aber... Da war doch was, Mann. Ich hab's genau aufblitzen sehen, verdammt. Da oben, war ich das schon mit Human Kite? Obdachlosenlager. That's it, butthole. You found every fast travel station. Woo! Tremendous convenience as you... fast travel everywhere. Sweet, alle gefunden. So, konnten wir, waren wir in der Mission auch hier oben? Ich glaube ja, aber ich guck trotzdem nochmal zur Sicherheit. Okay, weil die Tasche sieht geöffnet aus. Ne, ist sie nicht. Ah, Gentrifizierungstext und Prisma-Auge-Rezept. Also erstmal das Rezept machen, angucken. Prisma Auge plus 4. 80 und ein kleines, jawohl, machen wir, stellen wir her. Bup. Zack. Und dann können wir nämlich gucken. Wir haben hier jetzt den Artefaktplatz. Den kleinen hier oben. Da packen wir das 80er hier rein. Status Fiction, Ultimativkraft geht runter, egal. Und dann haben wir das hier. Gesundheitwiederherstellung geht eine runter und stattdessen geht unsere... Ja, unsere Macht ist fast auf 600. Wie hoch soll die denn noch werden? Verdammt, das ist echt eine Menge. Komme ich hier irgendwie hoch? Nee, ne? An die Leiter? Außer mein Buddy fliegt mich hier runter.
Ja. Oder hoch, besser gesagt. Yay! Okay, hochklettern. Was ist hier oben? Ah, ein Kätzchen. Big Gay Blossom. Da oben kommen wir jetzt auch noch hin mit Furzkur. Furzkur! Ach, shit. Ja, nächster Versuch. Okay, nochmal. Ich habe die falsche Taste gedrückt, wenn ich ehrlich sein soll. Furzkur! 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 Alter, was für ein langer Furzkur, ey. Das war der längste Furzkur, den wir bisher hatten, glaube ich. Pantheranzug, Kostüm, Panthermaske, ey, wir können auch Black Panther sein. Der Film kommt ja demnächst raus. Wir haben ja einen Trailer schon dazu gesehen. Furzkur! Furzkur! Boah, was ein langer Abstieg. Erfolg freigeschaltet, göttlicher Wind. Was ist hier hinten? Kann ich hier durch? Jo, kann ich. Oh, wo sind wir denn hier? Hier waren wir, glaube ich, aber nicht, als wir in der Mission langgelaufen, oder? Doch, so waren wir. Hier sind wir langgekommen, oder? Oder kamen wir von hier? Ne, okay, es ist der Weg, wo wir hergekommen sind in der Mission. Und jetzt sehen wir das Ganze bei Tageslicht. Die Musik macht echt ein bisschen kirre. Irgendwas in die Luft jagen. No problem. Was ist das hier? Meister Rätsellöser? Ich muss irgendwie dahinter kommen. Das kann ich noch nicht machen. Aber ich kann den Grill zurückspulen. Und dann kann ich ihn wahrscheinlich verschieben. Wahrscheinlich, weil da so gelbe... Ja! Und dann kann ich ihn so anzünden wie gerade. Und dann komme ich hin. Ich bin so ein guter Rätsellöser, ne? Klick. Narbenwunde. Ja, okay. Läuft. Was, dafür kriege ich jetzt kein Rätsellöser-Achievement? Was soll das denn? Ach so. Das ist das Mysterion-Haus. Der Geheimeingang. Und hier hinten... Ist hier irgendwas noch zum Erledigen? Hier ist so ein gelber Schalter. Ist ja eigentlich alles, was gelb ist, kann man ja irgendwie aufmachen oder so, ne? Scheint hier jetzt nicht der Fall zu sein, also gehen wir erstmal... Ich gehe mal hier normal durch diesen... Ah! Durch den Gang, wollte ich sagen. Oh, das geht noch von der anderen Seite. Okay. Ist hier irgendwas? Nö. Kennys Haus haben wir schon während der Mission leer geräumt. Hier wurde ein bisschen gebankt, aber jetzt können wir auch hier das Zimmer untersuchen. Mäusekot. Feuerzeug, Glas mit Scrote, Tabaksaft und Roach Clip. Ist hier nicht. Doch, da ist was. Ah. Hip. Schlüssel. Kennys Garagenschlüssel. Ja, super. Super duper. Okay, das ist wahrscheinlich das Zimmer von Kennys Schwester. Hallo. Hey, you wanna be a real hero? Maybe you can find my doll. Ich hab sie schon gefunden. Sorry, I'm working on a project. Und sie sagt nicht mehr danke. You wanna take a selfie with me, Carter? Ja, mit Kennys Schwester. Karen McCormick. Klick. Okay, all done. Dieses Kind hier hat meine verlorene Puppe gefunden. Ja. Oh, die Schublade kann ich nicht untersuchen, weil sie kaputt ist. Oh, die kommen echt... Das ist so traurig. Ach, weil die ein Zimmer hat ohne Fenster, hat sie sich ein Fenster gemalt. Oh mein Gott. Oh nein. Oh nein. Gut, dass du so einen tollen Superheld als Bruder hast, ne? Der macht dir das Leben wahrscheinlich ziemlich leicht manchmal. Da sitzt der Vater. Und die Mutter und Schwester sind hier. Well, I saw you on TV. Ja, ich weiß. Ich bin der Superfurzkopf. Warum kann ich... Ich konnte das immer noch nicht bewegen. Das ging schon während der Mission nicht. Irgendwie geht das nicht. Get your own level. Get your own level. Okay, sie will, ja, will kein Selfie machen. I ain't no move for a pep talk, kid. Not that you do much talking. Selfie? I bet a selfie would rub my stupid husband jealous. How about it? Okay. Mit Mrs. McCormick. Boy, kid. I'll look for you on Instagram once I charge my phone with some minutes. Warum kann ich das Ding hier nicht verschieben, um da an den Kühlschrank zu kommen?
Ich kriege nicht mal die Option. Ich merke, wenn ich A drücke, dass hier irgendwas passiert, aber ich kann nichts. Oder kann ich hier drauf? Och, das ist so dumm. Ja, und jetzt? Was ist da drin? Ich kann es gar nicht erkennen. Ach, da oben. Oh. Da brauche ich so eine Elektrofähigkeit. Verbündeter noch nicht freigeschaltet. Okay. Werde ich mir merken. Wahrscheinlich Wonder Tweak. Der schießt ja Blitze, ne? Deswegen. The fuck you hang around my house for? Hey, you're that farty kid from the TV. How about a picture? Klar. Mit Mr. McCormick. Oh, fucking hey, das ist ja Dad. Ach, man kann sich die Post sofort ansehen. Selfies, die wir gemacht haben und so. Oh ja, das war traurig. Da haben sich unsere Eltern gestritten und wir haben ein sehr, sehr trauriges Selfie gemacht. Ah, Black Panther. Sieht eher aus wie ein Ewok, ganz ehrlich. Mit so Krallen? Ja, das sieht aber geiler aus für den Batman-Anzug. Okay, wir haben noch einen Teil. Achso, ein Akzent-Make-up mit Narben. Oh, es wird Zeit, diese Narben. Mit Klebeband getackert. Warte mal, konnte ich da die Farbe ändern? Ja, ne? Von dem Klebeband, genau. Okay, tja, meine Mutter hat leider nur rosa Klebeband gekauft. Oh. Ich bin doch kein Mädchen, Mom. Oh, da hinten hängt irgendwas. Irgendwas ist runtergefallen. Sicherung mit hoher Toleranz. Artefakt. Ist aber schwächer als meine jetzigen Artefakte. Aber wir wollen ja alles einsammeln. So, wir machen mal hier... Bzzip. Hallo? Klack. Rufen Toolshed, dann haben wir einen schnelleren Weg in die Hintergasse. Obwohl ich mir nicht sicher bin, ob wir die jemals wieder brauchen. Obwohl, klar, denke schon. Oder? Mal gucken. Ja, Furzheim! Was das euch hält? Ja! Der Weg ist frei! Sehr nice. So, Kenny McCormick's Garage. Kosmisches Rätsel. Störschellenrezept. Okay, ein Rezept ist immer gut. Da kann ich mir wahrscheinlich. Nekroschellen. Da. 80. Ultimativkraft. Ich mach das mal. Weil das meinen Crafting-Rang erhöht. Welche Dinger kann ich denn jetzt noch nicht craften? Ich kann alles craften eigentlich. Ich mach mal hier Macaroni-Build. Zack. So, wir haben ein neues Artefakt. Das lässt sie macht gleich. Das macht den Rückstoß ein bisschen Schaden. Und okay, machen wir das mal drauf. Damit es ein bisschen Variation. Und jaui! Easy breezy Gänseblümchen, Boysu. So, kann ich hier irgendwas abballern noch? Diese Farbdosen habe ich auch schon öfter mal gesehen. Weiß nicht, ob da auch noch eine Fähigkeit zukommt. Ansonsten kann man hier, glaube ich, nichts weiter machen. In Shitba Town. Ja, sieht nicht so aus. Okay. Da oben war ich, glaube ich, schon mal. Ja, da sind wir schon mal hochgefahren. Da haben wir Gerald getroffen. Dann sind wir jetzt wieder in der Straße. Der Jungs mit den ganzen Häusern. Und können jetzt jedes Haus eben mal schnell absuchen. Warte mal. Wo bin ich? Ich bin lang gelaufen. Ich war... Wo war ich denn? Hier bin ich lang. Und dann bin ich an dem Kino und so vorbei. Genau, da habe ich mir was geholt. You store it. Ach so, und dann bin ich hier über den Schrottplatz und bin jetzt hier vorne. Ich muss auch noch hier hoch nochmal. Big Gales Haus, Nicoles Haus. Das heißt, wenn ich die Quest mache, dann kann ich die beiden Häuser auch nochmal schnell absuchen, ob da was war. Das heißt, wir gehen jetzt erst die ganze Straße runter, alle Häuser ab. Und hier ins Center, da kann ich auf jeden Fall auf den Toiletten was machen, da bin ich mir ziemlich sicher. In der Schule weiß ich ehrlich gesagt nicht. Wald lasse ich mal aus. Schule. Und dann sind wir ja da im Schnellreisesystem und dann können wir theoretisch zur Kirche hoch und hier lang laufen. Rathaus muss ich nicht mehr checken. Spielplatz, Stadtplatz, da ist auch nichts. Dann gehen wir zur Hauptstraße und gucken uns die Gebäude hier alle nochmal an, sprechen dann mit Wendy, gehen hier hin und dann haben wir Sidequest-mäßig alles erledigt und können dann mit der Hauptquest weitermachen. Das ist der Plan. Das arbeiten wir jetzt so schnell wie möglich ab alles. So, Kyles Haus. Kann ich hier eigentlich...
Oh jo, Kerzen gehen an. Muss ich irgendwie hinzielen? Eine Kerze nach der anderen nur. Hm. 50 Medizin. Aber mehr nicht. Ja, könnte besser sein, ne? So, ist hier im Park noch irgendwie was? Was ich übersehen habe? Nö. Gut. Tubidubidubidubidu. Wir haben für ein bisschen jüdische Stimmung gesorgt, da. Klack, war hier in dem Haus irgendwas mit Luft, nee, ne? Mit dem Luftbläser. Eichsraum. Du hast mit mir ein Selfie gemacht, du weißt ganz genau, wer ich bin. Irgendwas abknallen, nö. Okay. Du weißt ganz genau, wer ich bin. Hier haben wir alles geholt, alles klar, wieder raus. Das muss jetzt schnell gehen, alles. Kein Bock, die Zeit zu groß, unnötig zu verschwenden. Ein bisschen Zeitverschwendung ist immer drin. Renn. Hier waren wir alles, ne? Da haben wir alles, ja. Okay, raus. Nächstes Haus. Nächstes Haus ist Stans Haus. Und ich glaube, in Toolchats Haus selbst werden wir doch was haben, was wir mit Toolchats Fähigkeit, ja, schaffen können, oder? So, oh, Toolchat. Thanks for helping with my dad, I really appreciate it. Thanks for helping with my dad, I really appreciate it. Okay, er sagt nichts anderes, ne? Thanks for helping with okay. My dad, I really appreciate it. Okay. Ja, das merken wir, dass du es zu schätzen weißt, weil du uns ja auch hilfst. Aber es wäre schön, wenn wir mit dir auch kämpfen könnten. Ich hab's schon öfter gesagt, die Freedom Pals sind mir sympathisch. Ich würde mich lieber den Freedom Pals anschließen. Du hast ja immer noch einen Kater. Tja. Was ist ein Alkoholproblem? Da werden wir doch nicht deine Schlüssel wieder rausrücken. Für wie blöd hältst du uns eigentlich? So, hier drin war nichts. Ich glaube... Warte mal. Das Klo war mega... Ach, da ist er, das Loch schon. Ja, das Klo war mega zugeschissen. Okay. Ich habe ein bisschen Angst zu sehen, wo die ganze Scheiße gleich hinfliegt, aber wir müssen das Klo. Ey, kannst du mal in dein eigenes Haus kommen? Alter, das ist dein eigenes Haus. Du sagst nicht, dass wir gerade euer Klo in die Luft gesprengt haben. Randys Schissstatue. Wichtiger Gegenstand. Das war Randys? Okay. Mrs. Hankey! Hm. Hätte das gedacht. Hätte nicht gedacht, dass ich jetzt hier... Oh, alles voll. Ist hier noch was? Ah, ekelhaft. Bisschen aus. Nein. Okay. Alles voll geschissen. Alles voll geschieße. Das ist ja eklig. So, ihr solltet nicht auf euer Klo gehen. Da ist ein kleines Malheur passiert. Blüpp. Wer zum Teufel habt ihr Scheiße mit unserem Badezimmer angestellt? Es ist voller Scheiße. So, hier gehen wir noch nicht rein, weil... Karten ins Haus ist die Hauptmission und die Hauptmission lassen wir erstmal. Hashtag Freedom Pearls. Könnte ich auf dem Foto noch dämlicher aussehen? Warte, was? Ein Foto von den Freedom Pearls? Ah, die Freedom Pearls. Den würde ich mich gerne anschließen. Aber nur, wenn Jimmy auch mitkommt. Was habe ich denn eigentlich? Ich habe irgendein Artefakt bekommen, was nutzlos ist, ne? Oder? Ne, ein großes Artefakt, ja. Lame. Ich nehme nichts, was meine Macht senkt. Paladin Butters Diadem. Ach ja, wir haben ja den Garagenschlüssel bekommen. Und einige Sachen. Ist hier irgendwas? Da ist was. Jaui! Tweak und Crack. Kurze Umarmung. Okay, Butters Haus selbst war aber nichts mit Scheiße, oder?
Oh, warte mal, die Eltern sind ja nicht da. What the fuck? Home Security. Home Security. Wahrscheinlich, um wieder das Zimmer von Butters nochmal zu verstärken, ne? Oh, hallo. Aren't you still grounded, young man? You really should learn not to talk back to your elders. Auch wenn wir das schon geschafft haben, das muss ich jetzt einmal machen. Scheint sie nicht zu stören. Scheint sie nicht zu stören. Ah, warte, das war die falsche Taste. Scheint sie nicht zu stören, dass ich hier gerade einen wilden Schiss ablege, während sie in der Badewanne sitzt. Yo! What the fuck? Das will ich mir direkt auf Kunstagram reinziehen. Like für Like, zurückgefolgt, YOLO, nice, Kunst der Welt, Wunderarsch, Kunst der Welt, Kunst täglich, erstellt Wahnsinn. Gut, kein besonderes, schade. Home Security! Ja, den Safe können wir jetzt immer noch nicht knacken, wir haben die Fähigkeit dafür noch nicht. Das muss ich mir auch, ey, es ist immer noch eine Sache, die ich mir merken muss. Das Schlafzimmer der Oma? Da war nix, ne? Ne. Da hat man nix. Und hier... Kann ich da was machen? Nee, kann ich nicht. Ich komme nicht in Butters scheiß verficktes Zimmer rein, Mann. Ich will in sein scheiß verficktes Zimmer. Herrgott nochmal. Wo ist denn der Vater eigentlich? Okay, ja. Wollte in Butters Zimmer rein, aber... Das war wohl nix. So, das ist unser eigenes Haus. Da gehe ich mal kurz reingucken. Immer nach einem Kapitelwechsel. Oh. Fucking cow. Have another glass of Chardonnay, why don't you? I have to drink to deal with you. That marijuana is changing you somehow. At least marijuana is natural, not like grapes. Maybe so, but I'm not telling everyone our child's secrets. Go be paranoid some more in your room, Chris. Have another drink, Kelly. Go be paranoid some more in your room. Have Chris. Another drink. Oh, unsere Eltern heißen Chris und Kelly. Kiddo, Daddy's gonna go upstairs to his room. Mommy's gonna go get a drink. Ich meine, meine Eltern sind zwar nicht tot, ne, aber es kommt auf selbe hinaus. Ich bin Batman. Okay, weiter geht's. Oh, es ist mir zu still in diesem Haus. Kann ich eigentlich mit meiner Mama, mit meiner betrunkenen Mama ein Selfie machen? There's just something in my eye. Ja, ja. Während Vater wieder in seinem scheiß Zimmer sitzt, im Schlafzimmer sitzt und Brownies frisst, ne? Ja. Fucking bitch! Fucking hate you! Ich hoffe, ich komme bei ganz netten Adoptiveltern unter, ganz ehrlich. Das ist doch langsam nicht mehr feierlich. So, was ist in unserer Truhe? Dreckiges Candy her. Und Batterie. Alter, 400 und 308. 400 Medizin, 380 Technik. What the fuck? Was für Belohnungen sind denn das? Ja. Das war's wert, wieder nach Hause zu kommen. Ich gehe dann mal wieder. Verfickte Scheiße. Kranke Familie. Echt krank. Einfach nur abgefuckt. God, I feel like I've been waiting 3 years for this bus. Oh. Endlich. Es ist soweit. Jimmys Garage zu betreten. Ah! Wir betreten Jimmys Garage! Denn die Lava ist weg. Heya! Alright. Und was haben wir hier? Wir haben hier eine Truhe mit einem leuchtenden Rätsel-Artefakt.
Okay, und ein Rezept für ein weiteres Artefakt. Das Berserkerrad. Alter! 95. Sofort machen. Klick. Das können wir sogar... Machen wir mal zweimal, weil wir haben ja zwei große Plätze. Klick direkt ins Craft da rein. Und ersetzen. Kritischer Trefferschaden hoch. Oh mein Gott. Zack, 611. Läuft bei uns. Warte mal, hatten wir noch ein neues Artefakt hier? Das war scheiße. Okay, was ist hier drin? Zeug, Schrott auf jeden Fall. Noch mehr Schrott. Und da oben ist Yaoi. Yaoi! Oh Gott. Telekolleg. Das ist ein bisschen gay. Es ist ja auch Yaoi, ne? So, Jimmys Haus. War hier irgendwas? Not many kids can keep up with my Jimmy. I'm following you on Instagram, you know. Okay. Die chillt. Hier ist... Oh, doch, der Vater sitzt hier, ne? Surely you've rounded up all the crooks by now. Hab ich schon, ja, mit euch habe ich schon sehr viel gemacht. So, gehen wir einmal nach oben. Hier ist niemand. Gut, war hier irgendwie... Warte mal, die sitzt stapeln auf dem Boden, ne? Was ist das? Kann ich da was mitmachen? Ne, kann ich nicht. Okay. Wollte ja nur mal checken. Schlafzimmer irgendwas? Nö. Toilette. Toilette. Nö. Okay. Lemmy Wings, Lemmy Wings. Hör ich im Fernsehen laufen. Die kleine wandelnde Stinkbombe, ja, das bin ich. Oh, sechs Gäste. Ach, halt euer Maul. So. Warte mal, habe ich mit euch Selfie gemacht? Ja, ne? Ja, habe ich, okay. Tübidubidubdubdu. Na, jetzt chillt ihr noch. Hier ist nichts mehr, okay. Kann ja sein. Hier ist auch nichts mehr. Nö. Tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü. Immer die Häuser abgehen. Hier ist nichts mehr. Hier ist nichts. Dieses Zimmer war nur dazu da, um ein Buch zu holen. Es ist so, ja, manche Räume sind einfach da und du gehst rein und dann, ja, auch das war's schon. Und dann gehst du und dann, seitdem hat das nichts, keine Bedeutung mehr. That's right, walk away, little Forthy. War ich hier? Ah, nee, warte, hier war ich noch gar nicht. Weil das Ding noch da ist. Ich kann's umschubsen und dann in die Luft sprengen. Diabetes! Journey on, Grave Warrior. We will meet again. Jut. Halten, blöb. So. Dahinter ist bestimmt ein cooles Geheimnis. Haja! Und boom! Und es ist die Flöte der Prophezeiung, die ganz schön lame ist. Ganz schön lame, möchte ich mal sagen. Ja. Have you spoken to Craig recently? I think he, Ja, ja, ich habe mit Craig gesprochen. Ist hier noch was? Nö, hier war ich schon drin. Alles klar. Ich glaube... glaube, wir können... von vornherein manche Häuser überspringen, aber ich bin einfach auf Nummer sicher gehen, dass hier wirklich... dass ich alles finde. Hier ist nichts mehr. Hier ist auch nichts mehr. Okay, weißt du was? Ich muss mir einfach ein paar Sachen verinnerlichen. Craig's Haus ist nichts mehr. Craig's Haus ist nichts mehr. Oder ist hier was? Kann ich hier was machen? Warum sind hier Haare drin? Das ist die einzige Badewanne, in der die Wasser drin ist und in der Haare schwimmen.
Und ich weiß nicht, ob das eine Bedeutung hat oder ob ich ein Rätsel dafür lösen muss, um keine Ahnung was zu machen. Wo ist eigentlich seine Mutter? Die haben wir noch nicht einmal gesehen. Noch nicht einmal gesehen. So. Wir arbeiten doch eigentlich die Sachen ganz gut ab. Was war hier drin? Nix. Wessen Haus ist das? Kleidshaus. Ein Kleidshaus kann ich mich ehrlich gesagt nicht mehr so gut erinnern. War ich hier überhaupt jemals drin? Anscheinend. Ja, muss ja. Ach ja, hier bin ich ja Moskito. Nee, den habe ich ja eben. Das sagt, das ist einfach so, ja, nicht in Erinnerung geblieben, dieses Haus. Nicht wirklich. Nicht in Erinnerung geblieben. Tja. Hier ist nichts weiter. Okay. Wieder raus. Kleidshaus. Kleid und Crack sind schon mal fein raus. Den muss ich nie mehr untersuchen. Muss ich mir mal verinnerlichen. Das ist doch... So, hier brauchen wir wahrscheinlich wieder Wonder Tweak. Ist ja immer noch gesperrt. Ja, immer noch gesperrt. Bibis Haus. Irgendwas in Bibis Haus. Wow, you're really cleaning up this town, kid. Love it. I saw you on TV. Nice crime fighting. I better follow you on Coopstagram. Jo, mach mal. Klick. Mit Mr. Stevens. Thanks, kid. See you in the news, ja. Ich glaube, im Keller war was. Jawollo. Stan, dein Einsatz ist wieder gefragt. Wuhu! Wir finden alles. Ich sag's euch. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Keinerlei. Hä? Ist das für ein Rätsel, was ich später brauche, oder? Citywalk, Kirche, Polizeistation, Schule 2. Elementary Dings, dann oben am See, dann die ganzen Kinderhäuser, bis auf das von, keine Ahnung, dann das Rote ist unser Haus, das ist auch nicht markiert. Da oben die Läden alle. Keine Ahnung, was ist das? Wofür habe ich das jetzt gemacht? Es verwirrt mich. Vielleicht jetzt, wo ich es gesehen habe, kann Baby... Sagt Baby mir irgendwas, wenn ich mit ihr rede? Keep up the good crime fighting, new kid. Don't get caught up in Cartman's schemes. Hey, Baby. Check out my new items. They're amazing. Ja. Kann ja sein. Warte, kauf ich. Einfach nur, okay, damit ich ein paar Kostüme habe. Okay, die sagt mir nichts. Was war das? Das verwirrt mich jetzt einfach nur. Das ist doch scheiße. Was soll das denn? Was war das denn gewesen, Mann? Nix. Wofür habe ich die ganze Aktion durchgezogen? Es ist einfach ein Rätsel. Wird bestimmt irgendwann aufgelöst, aber jetzt stehe ich gerade auf dem Schlauch. Oh. Triff dich in Soda Sopa bei Steed mit Mitch Corner. How about no?
Das ist natürlich ein Twist. What a twist! Also, das ist... Ist das eine Hauptquest? Nee, ne? Ja doch, es ist eine Hauptquest. Schon in der Serie war es immer die Frage, wie viel davon echt ist. Wie viel davon ist wirklich so eine alternative Persönlichkeit von Cartman und wie viel ist Cartman selbst? So, was war hier? Ah, hier war... Moment, ich muss das mal aufmachen. Weil hier war der fette Schiss. Und wir müssen das ja doch auch visuell vor Augen haben, wie der Schiss überall hinfliegt, oder? Ach, das haben wir so oder nicht. Weil der Kamerawinkel natürlich sich... Nee, er verschiebt sich nicht. Sure, Mr. Hanky. Jetzt kriegen wir ein Selfie mit Mr. Hanky. I'm here. Let's take a picture. Well, you're here. I'm here. Let's take a picture. Ich will die Scheiße da aufheben. Hallo? Dann machen wir halt erst ein Selfie. Mr. Hanky. Randys Enddarmschöpfung. Wichtiger Gegenstand. Was auch immer das für ein wichtiger Gegenstand ist. So, die andere Toilette machen wir auch noch und dann haben wir schon sehr viel erkundet. Dann mache ich mal eben ein Päuschen. Und werde kurz Gassi gehen mit meinem Hund. Wenn ich zurück bin, werden wir eine Weile weiterspielen können. Sauber! Oh, die Herrentoilette. Ich wollte eigentlich das Yaoi-Bild. Egal, machen wir erst die Toilette. Hallo? Da. Die Herrentoilette! Gut. Senfgas. Nicht übel. Ah, das ist einfach... Und schütteln, 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 schütteln. Fertig. Gut geschissen. Einer geht noch rein. Eklig. Ein bisschen eklig ist das. Das muss ich sagen. So, wir sind auf dem Dach vom Community Center. Hotbot-Anzug und Hotbot-Helm. Und geht's in die Richtung noch weiter? Nö, hier war... Hier ist ansonsten nichts mehr. Gut, dann... Obwohl, ich gehe noch in die Schule, komm. Da ist ja auch der Quick... Der Fast-Travel-Point. Und dann haben wir einiges, was wir nachher zu erledigen haben. Uns natürlich mit Cartman treffen. Uns mit Wendy auf der Toilette treffen und uns mit Mitch Connor treffen. So, hier ist nichts mehr. Warum gehe ich eigentlich hier hin? Ich könnte hier mein Geschlecht nochmal ändern oder so, aber hab da ehrlich gesagt kein Verlangen zu. Okay, dann gehen wir raus. Und ich speichere hier. Guck mal, da haben wir auch schon fast wie Batman ausgesehen, aber jetzt so richtig. Das ist mehr so old... Na, komm. Ich wollte kurz gucken. Das ist mehr so Oldschool Batman und das hier unten ist so ein Christopher Nolan Batman. Das passt eigentlich wirklich ganz gut. Hello, shitty kitties. Where are you? Ja, hier bin ich, aber weiter geht's. Okay. So, wo wollte ich jetzt hin? Mit der Schnellreisestation? Ja, wie gesagt, hier oben haben wir gecheckt. In der Kirche ist, glaube ich, nichts mehr. Polizei, ja, da kann ich leider nicht abgeben, weil ich kann auch nicht da rein. Aus irgendeinem Grund hasst mich gerade die Polizei. Muss dazu wahrscheinlich mit Mitch Connor reden. So, wir gehen zur Hauptstraße, gucken uns hier die Läden noch an. Und dann reden wir mal mit der Wendy. Zip. Jo, danke.
So, wir gehen überall einmal rein. Habe ich hier das endlich gefunden, um es aufzumachen? Nein, immer noch gesperrt. Aber, hier oben. Nein, falscher Unterstützungsfeld. Klick. Hier können wir was machen. Rein ins A-Loch und furzen. Blub. Oh, cool. Oh, weg ist er. So, ich hoffe immer, dass diese Dinger sich lohnen. Na, komm ich hier? Hallo? Geht doch. CBB Aktenkofferschlüssel. Gesprungener Betrachter. Ist das der Aktenkoffer da? Crack Baby Zorn. Eine neue DNA. Was bringt uns Crack Baby Zorn? DNS von einem besonders athletischen Exemplar. Ultra brutal, hyperschnell und kein Gedanke an die eigene Sicherheit verschwendet. Sorgt für besten Wert auf dem CBB-Handelsblock. Macht unsere Bewegung hoch. Unsere Gesundheit extrem runter, aber unser Hirn dafür extrem hoch. Hilft uns im Moment zwar nicht weiter, aber ist ja nett zu haben, ne? Wir haben auch neue Kostüme, was? Was denn? Ach ja, die Sachen. Ja. Wir bleiben erstmal Batman. Würde ich sagen. Noch 5 Rätsel, dann sind wir Meisterrätsellöser. Das kann ja nicht mehr so lange dauern. So, die Mobile. War hier irgendwas für... I just love helping people commit to a 2-year contract with unlimited texting. Nein. And voice. Nein. Selfie haben wir schon. Hier ist auch nichts mehr zu erledigen. Post Office. Glaube ich. Ne, wir haben alles geöffnet. Gay Fish. Yeah. Hier in dem Häuschen. So, ich bin ein bisschen berühmter, ne? What's next for the farting vigilante? Yeah. I'm flattered, kid, but a superhero's gotta be pretty special to impress me. Ganz besonderer? Was denn? Was denn zum Beispiel? Ich dachte, du willst eine super News-Story haben. Also kommen wir später hier nochmal wieder hin. Da ist nichts drin. Unplanned Parenthood. Abgesperrt, okay, immer noch. Ich bin also kein Patient. So, hier auf dem Stadtplatz. Ich lass das mal. Ich glaube, hier war nichts. Wenn ich was übersehe, dann ist das natürlich mein Pech, aber... Ich weiß nicht, ob die Polizisten mich angreifen sollen. Die stehen rum und werden auch als Gegner markiert, wenn ich den Untersuchungsmodus einschalte, aber... Irgendwie... Scheint das im Moment zumindest egal zu sein. Hatte ich schon ein Selfie mit dir? Ja, hatte ich. Okay. Mann, ich wollte es eigentlich... Got your nose to the grindstone, vigilante? You know where to get it fixed. Ja. Interest you in some new items, superhero? So, die ganzen hohen Wangenknochen und so. Ja. Okay, bye, superhero. Ist hier irgendwas, was ich mit meinem... Oh, habe ich die Schublade nicht aufgemacht? Anscheinend nicht. Aber ansonsten hier alles. Okay, hier ist auch nichts für den lieben Stan. Och Mann, ey, hör doch mal auf hier. Der will mal meinen scheiß Dings synchronisieren. So. Lava! Well, das werden wir ja mal sehen. Die Lava der Bank muss weg. Ja. Your ass is awesome, dude. No fair. I didn't know you had real superpowers in your butt. I'm out of here. Tja. Somit können wir endlich in die Bank. Nothing lifts the mood like seeing other people's healthy bank accounts all day.
Ach, da ist Craigs Mutter. Die arbeitet bei der Bank. Sure wish someone would fix things between my son and his little boyfriend. Yeah, I don't want Craig to see me posting on social media when he's so down. Also das schon wieder. So, wenn hier Craigs Mutter ist, ne? Dann ist hier doch bestimmt ein Yaoi auch. Benehmen am Bett. So, ein Yaoi-Bild noch, dann haben wir da auch die nächste Stufe. Also, wir müssen das Beziehungsproblem zwischen Craig und Tweak lösen. Dann eröffnen sich auch ein paar neue Selfie-Möglichkeiten. Das hat sich ja gelohnt, so lange zu warten, in die Bank zu kommen. Mann! Das war ja... Tja. Hier ist auch nix. Ich find's gut, dass die Mucke da läuft. So. Freemans, Kachse, Asada, Nacho. Ich gehe in den Taco Shop. Updated the menu, kid. You either innovate or get left behind in the taco business. Glutenkrometer, okay, die Schokoladen-Erinerito-Rezept. Ja, das nehme ich. Bam, das brauche ich ja. Ja. Wollen wir eigentlich mal ein paar Heil-Items craften? Extremes Gegengift. Verbessertes Gegengift. Entfernt und verleiht bei Zugbeginn bessere Regeneration. Machen wir mal hier. Wie viele Wiederbelebungsserum haben wir? 10. Dann machen wir mal da. Status verstärkt den Angriff und maximale. Okay, warte mal. Das müssen wir machen. Nächster Crafting-Rang und Quesadilla Speziale. Wir haben so viele Heil-Items, wir brauchen die nicht mal mehr. Aber wir haben auch so viele Medizin und Nahrungsmittel-Crafting-Sachen, dass wir eigentlich ja so viel machen könnten. So, ich brauche... Nein! Okay, ich brauche den Eimer, den habe ich, und die Brownies habe ich auch. Was waren denn die Brownies in meinem Inventar bei Missionsgegenstände? Öffnet die Aktentasche vom Crack Baby Basketball. Den Käse-Schimperito, ach, den habe ich immer noch. Mrs. Cartmans doppelt gefüllte Brownies. Ach so. Okay, ich muss mir jetzt, Tortillas kaufen. Eine Tortilla. Missionsgegenstand Schokoladen-Erinerito. Hergestellt. Läuft. Bei mir. Neues Haar. Ach ja, dieses komische, ekelige, bunte da. Was man unter meiner Batman-Maske ähnlich sieht. Im Charakterbogen irgendwas Neues? Fürze? Zeitfurz beschwören. Du hast einen neuen Burrito hergestellt, dessen Furzpotenzial von der modernen Wissenschaft nicht mehr erfasst werden kann. Du kannst jetzt ein Loch in die Raumzeit deines persönlichen Zeitstrahls brennen. Setze Zeitfurzbeschwören ein, um dein früheres Ich auf das Schlachtfeld zu rufen. Dieser Klon aus der Vergangenheit kämpft mit deinen derzeitig zugewiesenen Kräften für kurze Zeit. Zeitfurzbeschwören kann nur im Kampf eingesetzt werden. Holy shit. Okay, der ist also gar nicht... Der ist also gar nicht für die Story relevant. Krass. Dass man auch sowas freischalten kann, das ist ja der Wahnsinn. Warte mal, war auf Morgan Freemans Toilette irgendein Rohr freizupusten? Ich glaube nicht, ne? Jetzt würde ich gerne in... Howdy ho, Gaiman, bud. Did you know that Morgan Freeman is actually an actor? He's been in some good shit. Oh nein, Tolly ist bekifft und gibt jetzt noch behinderte Tipps. Okay, das hat er zwar vorher auch schon, aber die sind ja jetzt noch schlechter als vorher, als je zuvor. Was haben wir hier? Irgendwas für mich zu tun? Nö. Anscheinend nicht. So, was ist hier im Fotodojo? Irgendwas für meinen Stan-Kumpel? Nö. Was ist eigentlich der Sinn von diesem Laden? Hier war nur ein Yaoi-Bild, glaube ich, das war's. Es ist so, ach, es ist so traurig manchmal. So. Dann gehen wir uns gleich mal mit Wendy treffen. Aber bevor wir das tun, gucke ich mir auch noch... Hallo? Come here, kid.
Ach ja, ich wollte ja meine neue Zeitfurzkraft mal ausprobieren. You're making a big mistake messing with Coon and Friends. Freedom Collar Coon Friends. So. Ah, warte, ich kann die gerade. Warum kann ich die jetzt noch nicht benutzen? Keine Ahnung. Irgendwie kann ich die nicht benutzen gerade. Na dann. Müssen wir wohl warten. So, jetzt bin ich dran. Welcome to the future, old new kid. Das ist ein bisschen krass. Ich kann jetzt doppelt angreifen. Das ist doch nicht mal normal. Und es unterbricht den gegnerischen Zug. Ja. Bats, noch ein dritter Schlag. Wendy ist badass. Hoja. Nice. Stew that troll in his own juices. Glad to be working with you, new kid. Du-du-du-be. Schocken. Righteous. Mein anderes Nuket ist auch da. Zwei Züge noch da. Das ist ein zusätzlicher Kämpfer auf dem Feld. Das ist so overpowered. Also die Kämpfe in diesem Spiel sind so, ja, ich sag mal leicht, ne, weil weil man einfach so viel in sein Arsenal bekommt, was einem helfen kann, den Kampf zu gewinnen. Das ist so, ja. Es ist echt eine Menge Zeug, was man machen kann. Phone Destroyer! Warum hat ein Penner eigentlich ein Phone? Das ist ein bisschen krank, ne? Penner platt gemacht, jawoll! Besiege 10 Penner, ah. Cool. Jetzt haben wir noch so eine Midi-Quest. Welche Leute wir besiegen müssen. Merken uns das. Also wenn wir Penner sehen, einfach draufhauen. Das gilt eigentlich auch fürs echte Leben, ne? Oder? Sehe das nur ich so? So, BKL. Wir haben schon ein paar Katzen gefunden, aber... Oh, Jesus. Where, oh, where could those pussies have... I'm still missing some of my little kitties. Have you seen any more of them? All of my kitties wear little pink scarves. Please let me know if you see any. Wurden die jetzt alle automatisch aus meinem... Ja, okay. Alles klar, die wurden automatisch aus meinem Dingsbums entfernt. Hier haben wir den Stöpsel reingemacht. Was kann ich denn hier machen? Oh! Ah! Und wie... Warum war mir das nicht bewusst, dass es hier einen prekären Penetrator gibt? Okay, das Rätsel hätten wir schon viel früher lesen können, weil der hat eine Stärke von 35, der Penetrator. Deswegen... Oh, die Schublade ist zu. Okay. Der prekäre Penetrator. Oh, die Katzen rennen hier in der im Haus rum, wenn man sie wieder abgibt. Oh, wie süß. Na? Oh mein Gott. Oh, Poo. I got cream sauce on my chaps. Kleine Muschis. Süß. Einfach nur süß. Kirby ist ein Fantasy-Karte, der gerne zwischen Bushaltestelle und Schule rumläuft. Bushaltestelle und Schule. Hm, ja. Also haben wir den aus dem Wald? Ich habe den Überblick verloren. Bushaltestelle und Schule. Muss ich mir merken. Die war dann aber vorher nicht da, weil die habe ich noch nie gesehen. Oh, das Mädel ist weg. Hä? Wo ist Nicole?
Und Red war ja auch hier, das Mädchen mit den roten Haaren, das passenderweise genauso heißt. Interessant. Was ist hier los? Warum ist das Mädel nicht mehr zu Hause? Gut, ich würde sagen, wir Hier, treffen uns Prinzessin, jetzt Prinzessin. mit Wendy. Und dann gehen wir mal zum Killen. Und Mitch Connor ist so, glaube ich, die letzte Station, die ich dann wahrnehmen will. Geht's hier unten lang? Ja, geht's, okay. Nee, warte, da bin ich ja wieder genau falsch. Da muss ich ja gar nicht hin. Da müsste ich dann hin, wenn ich zu Cartman will. Was noch nicht der Fall ist. So, ich muss auf mein Klo gehen. Also, Jungs. Es ist aber meine. Es ist aber meine Toilette. I think it's wrong they make cisgendered people share a bathroom. It must be so hard for you. Anyway, I've got a problem, new kid. I'm like you, an outsider. Ach so, warte, I've ich bin been watching as adults in our Sissy. town act stranger and stranger, but nobody will listen to me. I started cross-referencing everyone's Instagrams to see what kind of connection I could find. And that's when it happened. Somebody canceled my cellular data plan. My phone Oh nein, is dead. Call girl ohne Calls. Whoever did this has to pay. I'm going to the mobile company to find out what happened. I can't go alone. I'm asking for your help, new kid. I think you're the only one who understands. Okay. Ach stimmt, ich habe ja Cis-Mann ausgewählt und bin also somit kein Junge in dem Sinne, sondern was anderes. Kennys Garagenschlüssel hatte ich schon. Randys Kacke, den Burrito habe ich schon gegessen. Auf dem Charakterbogen ist noch irgendwas eingezeichnet. 10 Penner besiegen, alles klar. So. Hilf Callgirl bei T-Mobile. Aber T-Mobile ist ziemlich weit weg. Also gehen wir jetzt erstmal zu Köln. Was gibt es denn zu besprechen? Chef. The Köln. Wollen wir nochmal sehen. So, war hier in Cartmans Haus irgendwas, was ich mit meinen neuen Fähigkeiten Gedöns machen kann? Ich glaube nicht. Bei Mrs. Cartman nein und nein. Okay, alles klar. Nur kurz checken, man muss immer auf Nummer sicher gehen, ne? So, dann. Keine Mädchen erlaubt. Ach so, das steht da jetzt, okay. No, bitch. Allowed. Ah, no bitch allowed. I fuck bitch. You girls fuck you fuck fuck you fuck you fuck you. Okay. No girls allowed. Okay, here's Farty Pants now. Come join us. Ja, Moment. I may be fast, but I still like to take my time with the ladies. Jesus Christ, Butt Lord, you're back again. Can't talk now, Butt Lord. Important strike. Hey, Dr. Timothy. Hey, I got a quest for you. It's to fuck off, so go do that. All right. Coon friends, these are dark times. We now know for a fact that Scrambles the Missing Cat is part of a larger conspiracy. We also know that the fucking Freedom Pals have more information about this conspiracy than we do. Fact. Maybe we should just face it, guys. Maybe Freedom Pals have a better super franchise than we do. Hey, that's no way to talk, Mosquito. The only reason that Freedom Pals are ahead of us right now is because they're butt-fucking cheaters who sold out. Yeah, but Freedom Pals have Dr. Timothy, and he can read people's minds and bend reality. Yeah, because he just said that. When we made up our superpowers, he was like, well, I have every power to do fucking everything. You think that's fair? It's time for us to be as dirty as them. We have to know what the Freedom Pals know.
How are we ever going to get the help of the Freedom Pals? We send a spy. Someone in our group who pretends to want to switch sides and join Freedom Pals. Somebody who they don't know very well. Join Freedom Pals, then ask for assistance investigating the community center. Hope the new kid is good at bullshitting. You'll never get past the security grids. They change it every day. I can get the new kid inside. I've got hacking abilities, remember? Because I'm a gadgeteer class with the tinkering ability. No dice, Chaos. You're just saying that to get out of jail. You better let him go. The new kid will need him. All right, fine. Beep, beep, beep. Get the new kid inside Freedom Pals base. Okay. If he tries anything funny, kill him. Kill him, oder? Do you want to try out a different backstory? Andere Klasse wählen. Boah. Ich weiß nicht. Wir haben ja noch eine zur Verfügung, ne? Okay, wir können den Brutalisten ersetzen, was ich auch, glaube ich, tun werde. Mal. Ja, den einzigen, den wir noch nicht gesehen haben, ist der Gadgeteer. Deswegen nehme ich den jetzt mal. Genau. Probieren wir mal aus. Was kann der Gadgeteer? Okay, Turrets bauen. Das ist natürlich klassisch, wa? Ah, nicht schlecht, nicht schlecht. Look, kid, we aren't here to play. Okay, das heißt, immer wenn ich ein Turret drauf und stehen habe, dann greifen. Jo, die greifen es an. Okay, X, zack. An automaton shaped in your image. The intruders move closer, ignorant of the power that lay behind your creation's friendly smile. Boom! While the intruders' ears were still ringing from the past, mach's doch kaputt. Shocking invention. Shock Feinde, Gigavolt-Kugel. Ja, das ist geil. Das ist geil. The intruders moved in to retaliate. But your electric device is a gift that keeps on giving. Oh, die Fertigkeit werde ich auf jeden Fall in mein Repertoire aufnehmen, die Elektrokugel. The remaining intruder moved in. Without any of your inventions available, he was able to get in a critical hit. Und was ist die Ult? Severely damaged. It was time to call your final and most powerful invention to your side. Oh, die macht auch ordentlichen Area of Effect Damage, würde ich mal sagen. Auf drei Reihen sogar. Ich glaube, das ist besser als meine Cyborg-Ulti. Oh yeah. Oh yeah. Oh ja, yeah, das ist nice. You kids and your damn toys. Ja, das ist gut. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Der Gadgeteer ist gar nicht mal so schlecht. Guck mal. Cyborg macht... Ach, warte mal. Die Kraft steht hier ja. Okay. 512. Und das macht nicht so viel Schaden, aber verteilt über... So, und das ist leider... Ach, warte mal. Das ist nur auf eine Person. Da nehme ich... Ich nehme die Drohne. Und den... Hä, warum habe ich hier den Buddy? Nee, ich will hier den Elektro... Messer und Blaster, okay. Dann habe ich hier die beiden Gadget-Fähigkeiten. Hier ist der... die... Assassin-Fähigkeit und der Faraday in kräftiger. Ja, sieht gut aus. Das ist erstmal ein Moveset, mit dem ich arbeiten kann. Jetzt muss ich natürlich meine DNA ändern oder gucken, ob sich das irgendwie lohnt. Ach, ich habe den DNS-Schrank ja schon drin und der erhöht mein Hirn und meine Muskeln. Und ich habe beides im Repertoire. Das ist sehr gut. Muskeln würden hier... Hirn wird hier auf 100 gemacht. Aber das ist...
Alles gleichmäßig verteilt. Alles für. Das ist schon die richtige DNA. Uraggression. Gut, dann. Butlord, you should be here. The double agent thing is a classic plot device. You're in deep cover. Get the hell out of here. Deep cover. Also, ja. Gut, dann werde ich jetzt erstmal die beiden, ja, was heißt Nebenquests, aber need to get somewhere. Ah, warte, ich gehe erst nach Hause. Ich habe was in meiner Box. Ja, ich komme später. Später! Ich muss erst meine Spielzeugkiste aufmachen und zwei Sidequests erledigen. Aber dann, Butters, dann! Dann gehen wir. Ja, versprochen. Ist ja gut. Kristallkondensator, Tachyon-Matrix und Rezepte. Okay. Crafting-Rezepte für Artefakte. Schaff weitere Zutaten. Habe ich den nicht mehr? Berserkerrad. 95. Kristallkondensator 2. Kristallkondensator 1. Ach, warte mal. Die muss ich erst machen, die beiden, ne? Okay, klick. Zack. Und klick. Zack. So, dann. Tachyon Matrix 2. Und Kristallkondensator 2. Dann Tachyon Matrix 3. Und ach, Kristallkondensator 3. So, dann habe ich auch bestimmt einen Tachyon und Kristallkondensator 4, oder? Nein, habe ich nicht. Blütende Ketten 4. Oh Gott, die sind ja nicht mehr so gut. Okay, Artefakte. Wir sind eigentlich gut dabei. So. Wir können jetzt hier ordentlich Sachen ausrüsten. Den hier. Zack. Und ich würde sagen, hier. Zack. Ja, das ist ganz gut. Perfekt. Wieder ein bisschen stärker geworden. Durch Club Ubisoft-Elemente, Sachen. Man sammelt ja Punkte, wenn man hier irgendwelche Quests löst oder so, und kann dann bei Club Ubisoft Belohnungen kaufen. Ja, finde ich ganz okay. Jetzt sind wir auf jeden Fall ein bisschen stärker, boah. Nein. Ich komme später wieder, sorry. Ich will mich erstmal hier mit dem Typen da treffen. Und gucken, was der Typ da so, was... Das ist bestimmt eine Falle, oder? Warte mal, die Quest wird, ja, die wird mit einem Stärke-Level angezeigt. Das heißt, ein Kampf steht bevor. Das werden wir jetzt mal sehen. So, wo treffe ich mich denn mit dir? Wo treffe ich mich denn mit dir? Hier irgendwo bei Soda Sopa. Wo treffe ich mich mit dir? Wo treffe ich mich mit dir? Ich bin schon dran vorbei, ey. Hallo? Wo soll denn das sein? The Lofts? Hier irgendwo? Ah, hier ist was versteckt. Ich habe leider keine Details. Ach, vor Kennys Haus. Ich bin hier. Oder? Ich glaube ja. Ich glaube, ich muss hier durch das Tor gehen. Und hier irgendwo gucken. Triff mich im historischen Soda Sopa, wo früher das Ross war. Oben. Oben? Warte, hier. Treppe hoch. Ah, hier. Alles klar. Looking for answers? Mr. Connor sends his regards. He wanted to come himself, but he's a very busy man. He mentioned some horrible tragedy happened to your mother. If
funny how a few moments in our lives can completely change who we are, huh? And now you're gonna be taken out by assassins known as the City Ninja Service. City Ninja Service? Von Shitty Rock oder was? Hey, you forgot to pay me. After it's done. No, you hire services of Shitty Ninja Service, you pay in advance. That's on the website. You don't sound Japanese. Are you sure you're really ninjas? Yeah, I'm ninja. Look at my fucking eyes. Come on, give me a check. I got to the Shitty Ninja Service. Just get it over with. Sure. Die Kohle nehme ich euch ab. We're from Shitty Ninja. I'm afraid we got paid to assassinate you today, so we have to do that, of course, on Russ. You want to pay us not to? $5,000. Ich hab gar keine $5,000. Ich mach euch platt. Okay, aber mein Team ist dabei. Jawollo! Jesus, new kid, you're in deeper than I thought. Let's make this quick. Wie groß ist denn das Schlachtfeld? Ich kann gar nichts sehen. Okay. Hör ja. Okay, die haben ganz schön viel KP. Überspringen die ihre Züge oder was? Was ist denn da los? Ja, so ist doch gut. Treffe ich wenigstens und mach den Weg ein bisschen frei. Nein, ich mach das Ding nicht kaputt. Oh Mann. Ja, machen wir den mal down. Found Destroyer! You're lucky. It's very hard to hit authentic ninja. Tju, sieht so aus, als könntest du wenig machen gerade. Dann gib mir mal ein Schild. Warte mal, ich könnte auch den Platz mit einem von meinen Leuten tauschen, wenn ich drankommen würde. Komme ich aber nicht. Hit! So, Ninja-Chef, wen greifst du an? Greifst du etwas mehr an? Warte kurz. Bäh, ich ruf mich mal selbst eben aufs Schlachtfeld, ja? Und der Zug wird übersprungen, also. Shit, das reicht nicht mal. Oh mein Gott, nein. Kacke. Ja, dann... Ne, kann ich nicht. Da muss ich hier warten. Kacke, ey, die. Okay. Dann machen wir mal so. Basteln uns unsere Elektrokugel. Heia! Erstmal den platt machen. Found Destroyer! Cheffe ist down. So, jetzt können wir uns auch ein bisschen bewegen hier. Hallo, warum ist er? Ach so, ich stehe. Oh. Na gut, dann gib halt Jimmy ein Schild. Das sollte ja immer noch gehen, wa? Hüpp, Blitzfreak, mach mal hier, zack. Unziehbar! Und meine Kugel wird's wieder mal richten. Ja. Zap. Ultimativ. Oh nein, das sind aber eine Menge. Okay. Chintan Chiki. Von mir aus. Den da, der blutet der eh schon. Ich treffe die auf keinen Fall alle. Dann mache ich halt nur einen. Was soll's? Da kommt meine Super Mega Drohne. Bratadadadadadadada. Ja, ja. Alter, wie viele kommen denn da noch? Hey, ja. Phone Destroyer! Oh, yeah!
blueprint and start over. Super Ninja, pump up, Junbi! Okay, der Blutenzustand ist echt nervig. Was? Er beschwört was? Nein! The fuck? Der beschwört einen anderen Ninja? Ich heiße, muss erst die Weißen. Alter. Die sind ein bisschen gefährlich. Das heißt, ich muss erstmal hier die platt machen. Weil. Die nerven echt ein bisschen. Okay. So, mein Doppelgänger-Ich ist dran. Und macht, würde ich mal sagen. Hä? Ach shit. So. Da ist aber blockiert. Ja. Okay, warte mal, dann machen wir mal so. Zap! Mit Rückstoß. Abgelaufen, Doppelgänger verschwindet. Aber ich kann ihn ja später gleich wieder rufen. So. X. So ist gut, so treffe ich beide. Und elektrischer Schlag! Haja! Gut. Phone Destroyer, mach mal den Ninja-Ruf-Typi platt. Phone Destroyer! So. Geh kaputt! So. Jetzt der beschworene Ninja. Aber ich habe ein Schild. Ultimativkraft bereit. Der wird normal angegriffen. So. Reicht meine Ult jetzt für euch beide? Ja, reicht sie. Selber. Sehr, sehr geil. Super Power Drohne. Aber sowas von. Bam, 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 bam. Okay. Du hast gewonnen. Sieg. Schriftrolle der 1000 Winde ist nicht so gut als das Artefakt. Aber. Ah, irgendwas stimmt mit meinem Schwert nicht. Irgendwas stimmt mit meinem Schwert nicht. Ich hoffe, dass die aufzeichnen. Ja, wir haben es also geschafft, die Ninjas zu besiegen und haben dann als Belohnung eine Packung Member Berries hier oben. Member, the Dagobah System? Sure, I remember. I loved it. Remember Study Alpha 5? Oh, yeah, I remember that. Oh, Mimi. Hi, Mimi. Was kann ich denn hiermit machen? Nix? Okay, ich habe irgendwas abgeschossen. Mit der Haarbrust! Naja, irgendwas ist gut. Es war eine Katze, ganz eindeutig zu hören. Wo ist denn der Ausgang? Da. Wo ist die Katze? Da ist die Armbrust. Die zielte nach hier irgendwo. Wo habe ich die Katze getroffen? Ich sehe gerade nichts. Habe ich nach hinten geschossen? Nee, die Armbrust zielt ja in die Richtung. Also muss es ja hier irgendwo liegen, das Ding. Okay, ich grüße den, der als Wunderarschwuch ist. Einmal hast du Glück, aber City Ninjas kommen aus dem Schatten. Und wir haben Ninja-Sterne, also stirbst du. Was? Das sind sogar Ninjas hinter dir her? Du musst echt was richtig Übles gemacht haben. Halt, Maulkarten, wenn das deine Schuld. Vielleicht ist das ja perspektivisch falsch. Und die Katze liegt hier irgendwo? Nee. Ich frage mich, ob das irgendwie wichtig war oder ein Rätsel, dass ich diese Armbrust abgeschossen habe und eine Katze getroffen habe, oder ob das einfach nur ein Gag war. Kann ja auch gewesen sein, aber man weiß es nicht. Da sehe ich Ninjas. Hey, no kid, this is Butter.
Potential Chaos! You're supposed to come meet me at my house, remember? Well, I'm waiting. Chaos out. Alles klar, dann warte mal, ich mache noch eine zweite Sidequest. Außerdem ist danach der Stream wahrscheinlich zu Ende und wir werden deine Quest gar nicht mehr machen heute, sondern morgen dann stattdessen. Zip. There you go. Danke, Jimmy. Oh, hey, new kid. All right, are you ready to do this? Gut, los geht's. I can't use my mobile devices. I can't save this town. Let's go find out what's wrong with this place. Crap People? Gut, dass ich nicht Krebsmenschen als meine Schwäche genommen habe. Yeah, I'm having a lot of problems connecting to the internet. Your name and email number, please. Your name and email number, please. Wait a minute, you weren't the people who worked here last week. That's right, we are glad people. We are glad people to work in this fine town. Can I interest you in a new contract with them to find Krebsmenschen? Yeah, nur ich und Call Girl. Das wird ja easy. Tja. Ja, jetzt treffe ich einen. Haja! Nö, passt schon. Warte. Ich wollte meinen Doppelgänger eigentlich rufen. Egal. Ne, machen wir mal so. Zack. Und Haja. Und Haja. Schon kaputt. Okay. Oh mein Gott, der Krebskönig. Der Employee of the Month. Manager King Crab. Oh, er schleudert mich zurück. Besiege den Krebskönig. Warum ist das ein Spezialziel? Ich komme aus diesem Kampf doch eh nicht raus, oder? So, jetzt aber Doppelgänger. Doppelgänger rufen! So, der Doppelgänger macht jetzt mal ordentlich Rabatz. Ja, so ist gut. Haja! Und das gleiche nochmal. Jetzt treffe ich zwar nur den vorderen, aber dann ist der schon mal down. Haja! Oh nein, der ruft mehr Krebs, Leute. Okay. Das ist natürlich... Gegner würden und erzürnt... Du hältst Block und erzürnst einen Feind. Nee. Hat der überhaupt... Ach ja, der arbeitet ja hier in einem Handyladen. Ich wollte sagen, hat der Krebskönig ein Handy? Bestimmt, ne? Ja. Phone Destroyer! Zack! Oh, die Verteidigung ist verringert. Ja, das ist doch gut. Shocking! Schockierende Neuigkeiten. Oh, Mitch Connor hat denen auch noch geholfen, oder was? Oh, die flüchten, oder was? Ja, die flüchten. Alles klar. Subdermale Mutation. Charakterbogen von Call Girl. Besiege 15 Krebsmenschen. Ach, das noch, ey. Thank you, Call Girl. I don't know what those things were, but they smelled like crab and kissed like people. How can we repay you? Just get my phone working again, all right? Yes, of course, Call Girl. Thanks for saving the mobile store once again. Once again? Das ist also nicht das erste Mal, dass sie das Handy, den Handyshop. Jetzt nach Krebsen lief, ruf mich, ja. Jawollo! So, wir haben eine neue DNA direkt auschecken. Und ich habe gelogen, wir werden die Butters-Mission wohl doch noch starten. Häute dich und entdecke dein neues Ich. Mit diesem krebsmenschen Gen-Cocktail. Kontrolliere den Verlauf des Kampfes mit Beschwörung und Heilung. Ey, das ist ja... Ist ja behindert. Das ist echt eine ziemlich schlechte... Hey, ich habe noch ein neues Artefakt, was? Ach so, ja, hier diese Schriftrolle. So, Charakterbogen von Call Girl. Also wir haben jetzt neue Ninja. Ach, die hätte ich besiegen können. Ninjas und Krebsmenschen zum Besiegen... Und Call Girl ist ein Mensch.
Geschlecht polysexuelle Genderfluid-Person. Gesinnung neutral. Religion Atheismus. Machtquelle Technologie. Kryptonit Wi-Fi mit schlechtem Empfang. Gut, okay, okay, okay. Stenmarsh, ja, das hatten wir schon mal, ne? Wir haben noch nicht Kunz. Oh, hier kann man noch Sachen mitnehmen. Biogefahrengut. Noch mehr Biogefahrengut. Noch mehr Biogefahrengut. Ach nee, das ist alles Schrott und so, ja. Ah, ihr wollt jetzt On-Selfie. Ja klar! Jeff? You can bet I'll use my unlimited data to follow. Sure, I'll take a selfie with my liberator. Cool, zwei Selfies auch noch obendrein. Alright, dann. Beautiful. Haben wir das auch erledigt? Oh, da oben ist Callgirl. Warte, Selfie. Ja, gut, ich habe schon ein Selfie mit Wendy, ne? Aber habe ich. Kann ich auch ein Selfie mit Callgirl machen, ist die Frage? Warte mal, kam ich nicht auf. Nee, ich komme nicht auf den Demo-Ball-Shop drauf. Schade, da oben sitzt sie doch. Naja, ich denke, dass Selfie mit Wendy zählt, ne? Okay, Barthas Haus. Eventuell mache ich gleich auch noch ein bisschen länger. Mal gucken. So. You're about to enter the chamber of chaos, new kid. There's no way to unsee the horror. Dein Zimmer. Well, they cleaned up for a while, so watch where you're stepping. Okay. No, no, that's not it. What's this? No, no. Oh, here we go. My minion. Hey, little guy, are you ready to go hack some control panels? All right, let's get to Freedom Pals base. Ah! Where have you been, mister? Oh, hey, Dad. But I just been hanging out with my new friend and you didn't come home last night, Butters. Oh. Your mom and I were worried sick. We could barely enjoy the movie we were watching. I just my new friend and I just really mean to. Sorry, he's not gonna cut it, mister. And you, what's your name? Hab keinen Namen. You gotta say something. You don't understand. I asked you a question. Who are you? Please, please don't do this. That does it. Butters, you are grounded. And so is your smart-ass little friend. Hey, du kannst mich keinen Hausarrest geben. And so Professor Chaos was locked away forever in maximum security. So, so. Was ist das denn hier? Fliegender Lakai-Rezept. Hausarrest Blues, ja? So is my new friend. My dad installed a new lock on the door, see? With that big old electric lock on the door, there ain't no way I can even think about getting out of here, young man. Na, kein Umhang. Aber das wird uns unsere letzte Fähigkeit geben. Na, kein Testpilot. Schafft ihr Zugang? Schafft ihr die Folie? Hallo? Kannst du mal da weggehen, Badass? Ach, dann nehme ich halt das Ding hier und geh kletter auf dein Bett. So. Lakaienflügel. So, craften. Oh, nein, craften meine ich. Fliegender Lakai. Herstellen. No use, new kid. When I'm grounded, there's no escape. Das werden wir ja nochmal sehen. Na, ich wollte mit ihm. Hey, what'd you make that for, new kid? Na. What do you think we should do? Bzzzp, flip. What are you doing, new kid? Do you need to go to the bathroom? Das hat ein bisschen gedauert, ne? Ein bisschen gedauert hat das. Ein bisschen gedauert. Aber halte L und R zum Aufladen gedrückt und bewege dann L und R nach oben, um den Lakaien abzufeuern. Verbündeten Kraft, Hacken.
Na gut, wenn man das hacken. Ich hatte ja auf Tweak getippt, weil er elektronische Sachen und so, aber okay. Na, wo ist der Dad? Wo ist der Dad, hä? Huh? Der uns so gegroundet hat. But that's impossible. I grounded you. How could you be here right now? It wasn't me, Dad. It was a new kid. You have some kind of ability to unground people? Ja, sieht so aus. Whoever you touch becomes ungrounded, is that it? Your evil magic is not welcome here, Darkling. Butters dead. Oh, wir haben Butters im Team. Besiege Butters dead. Na, das schaffen wir ja wohl. Deine Verbündeten können erst in den Kampf eingreifen, wenn du mit deiner Kraft ihren Hausarrest aufgehoben hast. Die Kraft Hausarrest ersetzt in diesem Kampf deine ultimative Fähigkeit. Ist das so, ja? Okay, dann machen wir erstmal Butters, okay? So, genau, so sieht's nämlich aus. Schleudere einen Blitz und konzentrierten Chaos, also drei Felder. Verwirrt und schockt ein Gegner. Alter, was? Aber macht keinen Schaden. Und B kann ich gerade nicht benutzen, aus welchem Grund auch immer. Na dann. Hoi-ja! Oh, warte. Muss mich selbst rufen. Kann mein anderes Ich auch einen vom Hausarrest befreien? Ja, kann er. Perfekt. Und dann macht mein richtiges Ich noch Jimmy und dann ist mein ganzes Team bereit. Hallo? Laser! Das glaube ich ja weniger. So, wir sind einsatzbereit und zwar komplett. Bam! Es ist schon das zweite South Park Elternteil, das wir vermöbeln, ne? Okay, wir gucken uns die Attacke einmal an. Verwirren und schocken. Oh, ich freue mich gleich schon, die Ult von Butters anzugucken. Okay, mit der Ultimativkraft warte ich noch, bis Butters da ist wieder. Der hat noch zwei Züge übrig. Ach ja, passt schon. So, mit den anderen gehe ich aus dem Weg. Wird das jetzt verschoben? Ja, wird verschoben. Perfekt. Dann kriegt Butters erstmal ein Schild. Dann muss nur Jimmy muss aus dem Spektrum raus, sag ich mal. Dann kann er keinen von meinen Leuten grounden. X. Nein, warte. B. X. Dazu müsste ich hier stehen, um ihn zu treffen, oder? Nee, so. Aber dann werde ich ja gegroundet. Nee, das ist dann... Dann brechen wir mal den Zug ab. Dann ist jetzt nur noch Jimmy. Ach, shit. Ja, dann warten wir den Zug jetzt ab. Und Butters... Was ist mit meinem Zug los? Da. Butters... Chaoshammer. Jawohl. Oh, Butters ist so mächtig. Hold still, dammit. Tja, keinen von mir, von meinen Leuten kannst du jetzt Hausarrest erteilen, ne? Here comes a grounding. Oh mein Gott. Wir müssen ihn besiegen. Und zwar schnell. Scheiße, ich komme nicht hin. Fuck!
Fuck, ich komm nicht hin. Ah, doch so. Okay. Ich muss jetzt mit jedem so hart angreifen, wie es geht. Außer mit... Ja, okay. Ach nee, er löst sich auf. Dann kann ich doch mit Kyle angreifen. So, ich würde gerne, dass Butters den letzten Zug macht, deswegen... So, Butters, das, der gehört dir. Hoi-ya! Aber ich. Es ist so. Ja, okay, aber wir haben Butters auch mal ordentlich geholfen. Jo, gut, okay, alles klar. Wo auch immer der liegt, wir haben. Ah, da ist er. The heck? What? Repeat offenders spend the way. Who are your parents? That's it, I'm calling your parents. Butters, get your friend to stop farting on me or you are grounded. That's it, I'm calling your parents. Wait, who are your parents? Das wirst du nie erfahren, denn ich bin Batman. We must go now and infiltrate the Freedom Pals base. Meet me outside the Freedom Pals school for the gifted intelligent. Professor Chaos ist jetzt ein Teammitglied von uns. Läuft, würde ich sagen. Dann freuen wir uns doch darauf, morgen mit Professor Chaos und dem Rest des Teams, ja, die Basis zu infiltrieren. Das wird gut. Was haben wir jetzt hier noch? Wir machen mal die Runde. Ne, wir haben einen neuen Bart. Aber nicht so geil aussieht. Inventar. Missionsgegenstand. Ach ja, genau. Den fliegenden Lakai. Ja. Das war cool. Na, warte. Überschreiben einfach hier. Zack. Das war cool und freue ich mich darauf, das beim nächsten Mal, also morgen, weiterzumachen. Und bis dahin, tschüss.